Ein Bus? Völlig ohne Fahrer. Im bayerischen Kurort Bad Birnbach ist schon seit 2 Jahren ein Elektrobus im Straßenverkehr unterwegs. Er ist damit der erste autonome Linienbus in Deutschland. Das Gefährt ist 15 Stundenkilometer schnell und kann 6 Personen befördern. Aus Sicherheitsgründen ist noch ein Fahrbegleiter mit an Bord. Ich kann den Bus auch manuell um Hindernisse drumherum fahren und auch stoppen, wenn jetzt ein Hindernis ist. Aber im Großen und Ganzen macht der Bus das alleine. Für Verkehrsminister Andreas Scheuer ist der Bus ein Vorzeigeprojekt. Zur Eröffnung einer neuen Strecke zum etwas außerhalb gelegenen Bahnhof ist er nach Bad Birnbach gekommen. Es ist auf jeden Fall Werbung für Birnbach und es ist eine einmalige Sache, dass der Birnbach ausgewählt worden ist. Wenn der Bus die Landstraße befährt, schalten Wechselkennzeichen die Geschwindigkeit noch von 50 auf 30 Stundenkilometer herab. Aus Sicherheitsgründen.